Das waren jetzt willkürlich gesetzte Loops. Das würde ich natürlich mir vorher genau raussuchen, was ich von den Samples haben möchte. Wenn ich nicht ein ganzes Sample haben, einen ganzen Loop haben möchte, kann ich auch einfach nur einen bestimmten Sound mir raussuchen. Das mache ich dann folgendermaßen. Nimm den Startmarker, setz ihn hin, wo der Sound anfängt. Nimm den Endmarker, der sitzt hier am Ende. Stell Loop aus und wenn ich jetzt auf Start drücke, ist nur dieser Part wird abgespielt. So, jetzt gibt es noch ein paar Kleinigkeiten, wie ich meine Loops modifizieren kann, einfach sie noch, ja, noch variabler zu machen. Ich gehe auf meinen Loop, den ich hier gesetzt habe. Guck mir meinen Sample Editor an. Hier gibt es noch so ein Parameter, die wir noch nicht bis jetzt hatten. Das ist einmal Transpose. Damit verstimme ich mein Sample. Das wirkt natürlich noch besser, wenn wir Musik haben. Damit kann ich das hoch und runter verstimmen. Es ist immer die Frage, wann es Sinn macht oder nicht, aber manchmal einfach mal einen Ton höher. So, das war jetzt eine etwas musikalische Variante, wie man das machen kann. Dann habe ich hier noch einen Gain-Regler sozusagen. Hiermit kann ich das Material, also jedes Sample einzeln in der Lautstärke einstellen. Es kann ja oft mal sein, dass ich schon weiß, das ist immer viel zu laut und ich will nicht jedes Mal mit dem Kanalfader hier nachregeln. Also kann ich schon die Grundlautstärke einfach ändern, indem ich hier den Gain runterziehe. Ihr seht, das Sample wird auch kleiner und klingt dann auch leiser. Beziehungsweise ich kann es auch lauter machen. Solange bis es zerrt, wenn ich es unbedingt will. Manchmal habe ich sehr komplexe Samples. Dann kann ich sie in den Arbeitsspeicher laden. Das mache ich hier über RAM. Also wenn ich ein Sample abspiele oder einen Song, der ständig Aussätze hat, weil er so ewig lang und komplex ist, drücke ich einfach auf RAM, liegt am Arbeitsspeicher, wird direkt dort abgerufen beim Abspielen. Hiermit kann ich nochmal ja, den Algorithmus verbessern. Bei der Transponierung im Grunde macht sich das bemerkbar. Brauche aber dann auch wieder mehr Speicher bzw. mehr CPU hier in dem Fall. Gut. Das sind so die wichtigsten oder die ja, effektivsten Parameter, die wir haben in der Loop-Bearbeitung. Es gibt noch eine Variante, wo man Samples auch klanglich mit schön variieren kann und das geht über die Hüllkurvenmodulation. Hier unten seht ihr ein kleines E. Wenn ihr da drauf geht, geht ein Hüllkurven, ja, der Fenster auf und hier gibt es verschiedene Parameter, die ihr beeinflussen könnt. Also einmal die Transponierung, was wir eben schon hier mitgemacht haben, Volumen und Panorama. Also ich könnte mein Sample jetzt hier beispielsweise von rechts nach links wandern lassen. Ich mache es einmal vor. Setze hier verschiedene Punkte. Ziehe es hier einmal nach oben. Hier einmal nach unten. So, ihr seht hier, wandert auch die Panorama mit. Ihr hört über den Ausgang, dass das Signal von links nach rechts wandert und wieder zurück. Dasselbe können wir mit Transpose machen. Setzen wir auch ein paar Punkte. Schieben einfach den zweiten Teil ein bisschen höher. Just give me a kiss.
Jetzt nehmen wir. Können wir noch was Lustiges machen? Und zwar können wir auch Parameter beeinflussen, die hier auf dem im Effekt liegen. So, ich gehe nochmal zurück. Dann stelle ich hier nämlich ein Equalizer 3. Sag, was ich verändern möchte. Ich sage jetzt mal, ich möchte die den Gain der tiefen Frequenzen beeinflussen. So, hier oben ist meine Linie. Drehe den Bass immer wieder weiter raus. Kann das noch extremer machen. Dann sehen wir es auch noch mehr oder hören wir das auch noch mehr. Hier wird immer mehr die Bässe rausgetreten. Jetzt sind sie wieder da. So. Bis jetzt haben wir das gemacht, ist es immer nur taktweise oder so lang wie das Sample lang ist. Wir können das aber auch ja, die Verbindung lösen und sagen einfach, der Effekt soll über mehrere Takte folgen. Gehen wir nochmal auf unseren Transpose zurück, da hört man ziemlich sehr schön, sagen Link aus. So. Jetzt sagen wir, soll über beim ersten Durchlauf des Samples soll sich das noch ein bisschen verändern und beim zweiten Durchlauf soll sich das nochmal ein bisschen mehr verändern und dann wieder zurückgehen. Das ist jetzt sehr extrem und das kann man natürlich, man könnte jetzt sagen, über 16 Takte hinweg soll das Sample jedes Mal ein bisschen höher, ein Ton höher gespielt werden. Bei manchen Samples macht es Sinn, bei anderen nicht. Man kann auch alles anfassen, alles auswählen, zusammen verändern, irgendwo hin schieben. Also es ist eine Menge lustiger Sachen, die man einfach mal ausprobieren kann und mit sich ganz viel Sample-Varianten anzulegen. Ihr werdet merken, dass ihr schnell nicht nur viel Songs habt, sondern dass ihr auch aus diesen Songs ganz viel unterschiedliche Sachen machen, rausholen könnt. Also einmal mit Effekten, einmal eben mit der Hüllkurvenmodulation und natürlich auch überhaupt Loops zu bilden und verschiedene Loops zu setzen. So. Und ich würde mal empfehlen, einfach zwei Songs zu nehmen und da ganz viel Kleinigkeiten rauszubauen und diese zwei Songs dann zusammen zu mixen. Dann merkt ihr einfach, was für Möglichkeiten es da gibt und werdet überrascht sein, was ihr da entdeckt, was man da rausholen kann, wie viel man mit zwei Songs mixen kann und nicht nur eben von einem Song zum nächsten mixen. Ich glaube, dann versteht ihr auch so ein bisschen die Idee des DJings, wenn ihr das mal ausprobiert. Ja, das war's in dieser Folge zum Extended Looping und Remixing. Ich hoffe, ihr habt da ein paar schöne Anregungen bekommen und danke fürs Zuhören.